Also heute Morgen gab es keine Predigt. Aber da war es viel heißer. Es war viel heißer und es waren so viele Kinder da. Also ich glaube 5 oder 6 Kinder waren da. Das ist ja heutzutage schon viel in der Kirche, gell? Also die Zukunftsmusik hat heute Morgen voll geschrien. Nein, aber es war einfach besser so. Es ist so schön, dieses Evangelium. 2 Punkte, 2, 3 Punkte. Das erste ist das, die Leute sind Jesus nur nachgefolgt, weil er diese Wunder tat. Weil er diese Wunder tat. Das haben sie gesehen und dann sind sie ihm gefolgt. Aber geglaubt haben sie ihm nicht. Und wenn dir irgendwo wie das Wasser am Hals staut, dann nimmst du alles an, du nimmst alles an sozusagen, bloß dass dir das Wasser nicht mehr so am Hals staut. Also sie sind Jesus nachgefolgt, haben das gesehen, haben gedacht, okay, der hilft mir jetzt. Und da ging es nur darum, er hilft mir. Ich glaube ihm nämlich nicht. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, da kommt ein kleines Kind. Hier ist ein Junge, ein kleiner Junge. Der hat 5 Brote und 2 Fische. Und dann kommt sofort der Einwand, aber was ist das für so viele Leute? Was ist das für so viele Leute? Nichts, nichts. Und Jesus sagt, lasst sie sitzen. Und Jesus provoziert. Er sagt, habt ihr was für die Leute hier zum Essen? Und die Jünger genau gleich, die Jünger genau gleich. Die sagen dann auch so, ja, wir haben nichts. Geld fürs Brot für 200 Denare reicht nie aus für so viele Menschen. Was ist das für so viele? Das geht nie. Und Jesus wollte seinen Jüngern eine Lehre erteilen. Eine Lehre, L-E-H-R-E. Nicht L-E-E-R-E, gell? Das ist vielleicht bei uns manchmal so, gell? Die Wüste, die Dürre, die Leere. Und er wollte ihnen eine Lehre erteilen, nämlich, Gott braucht dein Ja-Wort. Gott braucht deine 5 Brote, Gott braucht deine 2 Fische, Gott braucht deinen guten Willen. Gott braucht deinen guten Willen, damit er aus dem, Gott braucht wie dein Ja-Wort, dein Vertrauen, dass er alles dann wirken kann. Gott braucht dein Vertrauen und er fragt dich, glaubst du mir? Vertraust du mir, dass nichts für mich unmöglich ist? Ich habe hier im Kreuzgang, habe ich heute Morgen leider, eben, wir hatten Zukunftsmusik heute Morgen. Ihr habt hier im Kreuzgang lauter Bibelstellen und es ist ideal, also wenn ihr dürft noch, Gott möchte euch ein Wort schenken, das habe ich aus Medjugorje mitgebracht. Gott möchte euch ein Wort schenken. Die grünen Zettel hier, die sind sozusagen harmlos. Grün ist sozusagen bahnfrei für dich. Das ist eine schöne Bibelstelle. Du bist Gottes geliebtes Kind, irgendwie so. Die roten hier, die sind schon ein bisschen so märtyrermäßig. Gell? Da hätte ich, also den roten hätte ich nicht ziehen. Der weiße ist sozusagen ganz harmlos. Und der gelbe, da wirst du erfreut sein von der Liebe und von der Sonne Gottes. Also nicht rot ziehen, gell? Nicht rot ziehen, weil das ist sozusagen Martyrium. Na, war ein Scherz alles, gell? Das ist wahrscheinlich Altes Testament, Neues Testament, irgendwie so. Gell? Keine Ahnung, was die da für Farben verwendet haben. Aber ich habe mir gedacht, hä, warum haben die da auf einmal so verschiedene Farben, gell? Grün, vielleicht auch so, ja, grün ist so, ah, es mehre euch der Herr, euch und eure Kinder. Gratulation, Viktor, gell? Du bist Papa geworden diese Woche, gell? Da hat Gott schon das vermehrt. Also, und da könnt ihr nachher deine Stelle ziehen, weil ich zeige ihn euch nachher, wer der Viktor ist, dann wisst ihr es alle. Okay? Kirchlich verheiratet, das erste Kind ist gerade so, wie sie es halt einfach. Ja, man will es ja wissen. Also, und Gott schenkt uns immer im Übermaß. Gott schenkt uns nie irgendwie etwas. So sind wir Menschen. Wenn ich in Kästerle hineinschaue, dann sehe ich die braunen Münzen. Die braunen Münzen sind 1, 2, 5 Cent.
Aber Gott ist in seiner Haltung ganz anders wie wir Menschen. Gott schenkt alles. Gott gibt alles. Gott hält nichts zurück für uns. Und in seinem Wort hat er, sein Wort ist so, dass er für uns alle ein Wort hat, aber eben, du brauchst wie dieses, Herr, bitte gib mir diese Stelle jetzt, bitte gib mir diese Stelle, die für mich in meiner Situation die richtige ist jetzt, die ich brauche. Und er wird sie dir geben. Denn liesche du, dem Verachteten bringe ich Heil, du liesch sie. Und dann denkst, und dann ist der nächste Gedanke, was für einer? Verstehe ich nicht. Okay, bei Gott kriegt man immer noch eine zweite Chance. Legst du es zurück und ziehst es. Also, ja, aber so ist es doch, oder? Wir verstehen es denn nicht und dann lege ich es wieder zurück. Das ist so typisch, so sind wir halt einfach. Gell? Ich verstand, was ich bin. Ich schon, er hilft mir nicht und so. Und dann bin ich schon wieder arg gefressen und denke, ja, bringt ja eh nichts. So sind wir irgendwie. Du verstehst es vielleicht nicht? Dann nimm's doch einfach einmal mit heim und leg's aufs Nachtkästle. Und bitte doch einfach nur mal Gott darum, zum sagen, lieber Gott, sag mir, was möchtest du mit mir, was möchtest du mit dieser Stelle mir jetzt sagen? Was möchtest du mir da jetzt sagen damit? Und leg's einfach nur mal hin. Und bitte Gott immer wieder so drauf, drum. Und er wird dir helfen. Weil sonst würde das ja, Entschuldigung, wenn ich das so ein bisschen salopp sage, dann würde ja dieses ganze Konzept nicht stimmen. Dann würde doch dieses ganze Konzept nicht stimmen. Dann hätte Gott uns sozusagen wie in die Welt hineingeworfen und er hätte sie sich dann zurückgezogen und wäre mit sich selber beschäftigt. Und er kümmert sich nicht mehr um uns, dann wäre er doch gar nicht lebendig. Dann hätte er mir doch gar nicht für sein lebendiges Wort ist er gegeben. Und genau gleich ist es bei der Kommunion auch, bei der Eucharistie ist es genau dasselbe. Er schenkt dir alles, alles, alles und zwar vollständig. Er gibt dir alles. Aber es liegt nicht an ihm, sondern es liegt an mir, dass ich dieses alles, so gut wie ich es kann als Mensch, wir sind ja Menschen irgendwie so, dass ich es annehme. Dass wir es zur Entfaltung bringen. Und das ist genau das. Das Büble kommt, ich stelle mir das so vor. Du, Jesus, da ist ein Junge, ein kleiner Junge, der hat 5 Brote und 2 Fische. Der hat 5 Brote und 2 Fische. Und dann kommt gleich der Einwand wieder so, typisch. Aber was ist das schon? Bringt doch eh nichts. Bringt doch nichts. Bringt es, oder? Bringt doch auch nichts. Und dann sagt Jesus, doch, ich kann aus diesem Ja-Wort, dieses Kind kommt. Und er bringt es, er gibt es, er schenkt es. Und er macht, Jesus macht alles daraus. Und das ist es. Und das ist es. Und genau gleich, also Wort Gottes, Eucharistie, Gott schenkt alles. Aber Gott möchte uns auch alles schenken in dieser Gemeinde, in dieser Gemeinschaft. Aber eben, seid friedfertig, habt Erbarmen miteinander. Aber auf der anderen Seite gibt es überall Parteiungen und Spaltungen. Gibt es Gruppen und Parteien und Spaltungen und man schließt sich selber aus und so und ist beleidigt und so und spaltet halt eben einfach. Oh, das ist was ganz Schlimmes eigentlich. Aber das ist dann genau das Gegenteil von dem, wo Jesus uns alles schenken möchte. Das ist genau das Gegenteil von all dem. Und deshalb liegt dieses, ich muss einen Schritt gehen, aber nicht in diesen dahin gehen, bringt, ich hab's ja gewusst, ich ziehe jetzt da was, ich hab's ja gewusst. Ich verstehe es nicht und dann lege ich es wieder weg und hab's vergessen. Und Gott würde sagen, aber jetzt habe ich dir doch diese Stelle geschenkt. Und das ist das eigentlich irgendwie Lustige in Anführungszeichen. Gott ist wahrscheinlich der Einzige, der uns so richtig ernst nimmt. Gell? Wir nehmen uns gegenseitig nicht ernst und nehmen uns auch selber nicht ernst. Aber Gott ist einer, der nimmt mich ernst. Und ich darf ihn immer mehr auch ernst nehmen. Dass er mir wirklich hilft, dass er mich wirklich trägt, dass er mich wirklich segnet. Und sonst werden wir uns irgendwann, so dunkt's mir, wir werden nie Wunder erleben in unserem Leben, wie Gott wirkt. Wir werden immer nur Wunder erleben, vielleicht bei den Freikirchen.
Wir werden sie nur da erleben vielleicht. Entschuldigung, wenn ich das so frech sage. Wir werden es nur da erleben, aber bei uns werden wir es nicht erleben. Irgendwie nicht. Aber ich würde es gerne, und ich sage euch das so ganz ehrlich, ich bin zurzeit dabei, sie zu erleben. Aber du musst ihm diese 5 Brote und die 2 Fische herhalten. Das ist nämlich das, was du hast, deine ganze Armseligkeit vielleicht auch. Und das, diese Erfahrung, die wünsche ich euch allen. Amen.